Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und es gibt einen Verbesserungsvorschlag in den Kommentaren, den ich gerne aufgreifen werde und gucken werde, dass ich das dann mal hingebaut bekomme. Guck mal, hier sind ja sogar noch Eis und sowas versteckt. Die brauchen wir später nochmal. Und zwar habt ihr mir gesagt, Menschenskind, das ist doch alles dusselig, dass du da so viele tausend Kisten hast. Warum nicht alles hierhin transportieren und einlagern? Ja, warum eigentlich nicht? So, das konnte ich auch nicht beantworten. Also von daher, wenn ich was nicht beantworten kann, dann muss ich das dann erstmal mir selber quasi einmal ganz kurz die Frage stellen, macht das Sinn? Und wenn ich dann sage, jupp, macht Sinn, dann kann ich das natürlich auch umsetzen. Oh, guck mal, da fliegen ein paar Bauroboter rum. Na, wenn die mal nicht was zu tun haben. Ich müsste die Gleise, glaube ich, mal in eine Kiste legen, die nah dran ist, damit die schnell sozusagen eingelegt wird. Oder beziehungsweise da, wenn was gemacht wird mit. So, dann stellen wir hier mal ein paar drauf. Ist ja auch kein Thema. Moment, dann machen wir das mal ganz kurz hier. Und das da oben, glaube ich, auch so machen. Und dann können wir da links und rechts jeweils zwei Stück hinstellen. Da passen ja ein paar ran. So, und dann machen wir hier mal All für der Band. Reicht uns dann langsam? Ich habe weder das eine noch das andere in ausreichender Form vorhanden. Naja, gut. Dann müssen wir hier mal noch wieder ein Schattenbändchen setzen. So. Oder später wird das hier vielleicht eventuell genutzt. Oder auch. Wow. Gut. Und das müssen wir dann natürlich hier oben auch noch einmal durchführen. Nur, dass wir da noch ein paar unterirdische Förderbänder dabei brauchen. Wo die mal ganz kurz ein bisschen hopsen lassen. So. Kennt ihr eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da. Aber wahrscheinlich bin Hopse. Bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Kennt ihr noch so dieses mit dem so ein Gummi-Hopse-Dingsbums-Spiel, wo links und rechts einer steht und dann quasi ein Gummi zwischen den Leuten gespannt ist und dann muss man da in einem bestimmten Rhythmus quasi rumhopsen und darf halt irgendwie das Seil nicht runterreißen, irgend so was, so ein Blödsinn. Kennt ihr das? Naja, ich hab's gehasst. Also nur, falls ihr fragt, warum ich da jetzt gerade drauf komme, weiß ich nicht. Aber das, also nee, das war mir nichts, ne? Also zumal ich relativ, sagen wir mal, naja, ich bin jetzt der Sportliche, nicht unbedingt einer. Ich war sehr stolz darauf, dass ich später in der Schule, in der 10. Klasse, glaube ich mal, in der 1 in einem Leichtathletik oder so, ja doch, Hochsprung ist Leichtathletik, ne? Im Hochsprung bekommen habe, obwohl ich, sagen wir mal, mit dem Kopf doch nah an der Erde bin. Gott. Klingt so fies. Wo ist denn der Zug dazu? Wird hier nichts produziert? Doch, hier wird produziert. Hier wird gerade abgeladen. Hier steht gerade keiner. Passt schon. So. Das erstmal zu dem. Gut, dass man dem Ausladen, Einladen und hier irgendwas anderes noch dran bauen, sonst irgendwas dergleichen, da habt ihr ja auch geschrieben oder gesagt, so, ja, muss nicht unbedingt sein. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, ich wollte eigentlich die Schienen in eine Kiste legen und ich wollte mir noch, irgendwas wollte ich mir noch holen. Hm. Nee, ich wollte diese komischen Kullerchens weglegen. In die Kullerchens-Sammelkiste. Ich weiß gar nicht, wo die abgeblieben ist, aber die müsste hier unten irgendwo stehen. Und das wollte ich hier drauflegen lassen, genau, für Aluminium. Da war auch noch was. So, ich habe hier nämlich Kullerchens gesammelt schon wieder, die ich nicht brauche. Dann habe ich hier diese Burger noch gesammelt, die ich auch immer noch falsch betitel. Und dann werden wir jetzt hier oben, da muss ich jetzt noch mal Strom hinlegen. Auch wieder logisch. Aber gut, kriegt man ja schnell hin. Und dann müsste ich hier mal schnell drauflegen lassen. Warten Sie mal, bitte. Ich hatte gesagt, schnell drauflegen lassen. So, du kriegst hier erst Offset und. Reißt von da. So.
Gut, und dann ist das hier ganz gut erstmal wieder bestückt, bis die Kiste leer ist. Und dann müssen wir uns in der Zwischenzeit dann aber auch einen Strang einfallen lassen, der hier aus diesem Material das Material macht, was wir dafür brauchen, um die grünen Teile herzustellen. Das sollten wir nicht vergessen. Also das sollte wirklich nicht in Vergessenheit geraten, weil das könnte sonst zu schwerwiegenderen und nicht schönen Produktionsstörungen und Problemen führen. So, dann war noch ganz kurz eine Rechnung in den Kommentaren zu Pumpen und Rohren. Und irgendwie, sagen wir mal so, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich anscheinend wohl auch hier oben nochmal den Ausgleichstank am besten reinbaue und dann mit Pumpen das hier unten reinpresse, damit das dann irgendwie Sinn hat oder nicht Sinn hat. Und der Transport der Flüssigkeit schnell genug ist, denn die Mengen an Flüssigkeiten, die ich hier transportieren will, sind wohl doch schon extrem oder orbitant oder gar nicht mal so wenig und von daher, naja, gut. Aber momentan würde ich erstmal sagen, lassen wir das erstmal so, wie es ist. Das funktioniert ja noch. Wie gesagt, noch. Die drinne? Crystal Story drinne, okay. Chopper zurück von da. Ah, der Chopper zurück von da. Alles klar, dann werden wir das mal zurücktreiben. Werden wir das mal hier abreißen, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Das ist ja sozusagen obsolate. So. Und dann machen wir das so. Und ihr seid ja sowieso schon abgetrennt von allem. Also das ja auch schon, ja, das macht ja auch schon nichts mehr. Mein Gott. So, aber die machen ja noch fleißig. Hier auf der Seite machen sie gerade nichts. Das liegt an dem schlechten Abfluss vom ja, von der Flüssigkeit. Das müssen wir dann auch mal durchtransportieren. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene Meck und der Tank weg. So, das heißt also, ich müsste theoretisch das hier auch mal mit dem Tank sozusagen ablaufen lassen. Und dann, ja gut, das schließt hier sowieso alles auf ein Rohr drauf, ne? Und dann haben wir dann das Problem schon wieder mit dem darüber kriegen und so. Aber hier haben wir ja Ausgleichstanks. Sollten das Zeug hier eigentlich ganz gut wegtransportiert kriegen. Und die kriegen hier das auch mit Pumpen. Wobei die Pumpe hier auf der falschen Seite ist. Ach nee, das ist keine Pumpe, das ist ein Rückstachventil. Dass das hier reinlaufen kann und dann gut, aber sich hier 80% halten. Naja, weil wir die Flüssigkeit ja brauchen. Stimmt. So, was fehlt mir denn für den Tank jetzt? Ich brauche so viele Ventile schon wieder. Da fehlt mir Stahl. Okay. Das nehme ich mal weg da. Ich will mir dann eine Lampe hinbauen noch. Den gar nicht mehr brauche an der Stelle. So, das sollte erstmal dafür sorgen, dass unten wieder ein bisschen mehr produziert wird. Das ist schon mal ganz gut. Hier kommt immer mehr genügend Material an und eigentlich sieht das auch ganz gut aus, dass das immer leer wird. Und das wird auch immer gut voll beladen, also das ist auch nochmal, das passt auch. Okay, hier haben wir ein bisschen Stahl auf Rolle. Zip, zip. Da fährt der Zug für Stahl auf Rolle auch da unten durch. Mit voller Freude und vollem Geiers. So, dann machen wir uns mal 1, 2, 3, davon noch. So, dann gehen wir da mal hin und dann werden wir jetzt mal sozusagen das Sulfuric Wastewater versuchen wegzupressen. Und dann, ja, in ein, ja, kann ich auch, ne, wenn ich das jetzt dann da, muss ich da auch nochmal den Tank in Kreuz stellen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich kann hier auf jeden Fall erstmal einen Teil von dem Zeug weg. So, das Material kann ich hier auch durchleiten. Bis da hinten hin, bis hier hoch erstmal. Oder, nee, warte mal, passt das hier noch dazwischen dann? Knapp, ne? Obwohl, nee, hier ist mehr Platz als da dazwischen, ne? Okay, also hier könnte ich das theoretisch auch hochdrucken lassen dann. Heißt, ich müsste hier den Anschluss, was ist das hier? Hier ist Wasser. Verbrochen. Oder schlimm. Kein Wasser mehr. Ich könnte das hier erstmal durchpressen. Theoretisch sogar auf der Höhe, ne? Müsste klappen.
Da müssen wir genügend Platz nach unten noch haben für anderes Material. Gucken wir mal, wo das von oben kommt hier. Upsala. Da müssen wir die Rohre dann natürlich noch wieder noch ein bisschen vereinzeln. Ach, das passt sich ja günstig. So, dann kann das da nämlich dran, dann kann das hier oben weg. Die Kreuzung kann dann weg hier. So. Das kann dann auch verschwinden, die Bussen. Und dann passt hier vielleicht ein so ein Rohr dazwischen. Und schon haben wir ordentlich Sulfuric Acid hier oben. Und das kommt direkt von der Pumpe quasi daran. Durchflussmenge wird natürlich geringer, aber erstmal nicht so schlimm. So, dann können wir das nämlich hier mit hochnehmen. Und dann können wir hier oben quasi diese ganzen Enden wegmachen. Die brauche hier jetzt erstmal keiner mehr. Hoppala. Bei dem Wasser bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, brauchen wir nicht hier oben. Gut. Purified. Achso, das Purified Water brauchte ich hier nur für dieses andere Zeug, glaube ich. So, der braucht natürlich jetzt hier diesen Anschluss noch von dem Material, weil er das von unten hoch bekommt und dann hier verarbeitet. Aber wir könnten quasi das jetzt hier auch wegnehmen. Nach oben mit dem Material brauchen wir ja nicht mehr gehen. So. Das hier raus. Ein bisschen was entfernen einfach so nach und nach, damit das denn hier sauber läuft und sauber aussieht. Hier haben wir schon mal Purified Water nachträglich gelegt anscheinend. Für irgendwas. Das kann auch zum Abtransport gewesen sein. Das will ich jetzt nicht verneinen. Also hier brauchen wir es auf jeden Fall. Okay. So, diese Flüssigkeit müssen wir hier drin lassen. Das kommt jetzt gerade von da drüben. Eigentlich nicht mehr hier dran, ne? Kommt das an? Männchen, das machen wir hier unten durch, ne? Das geht hier ganz unten durch, okay. Das können wir dann nochmal gesondert durchlegen, aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass man das hier durchkommt. Da ran, da oben ran, muss es nicht unbedingt, aber könnte man machen. Also kann ich das Rohr hier auch schon mal getrost rausnehmen. So, dann ist das hier auch sozusagen obsolete. Keiner mehr. Die Leitung hier. So, das braucht auch keiner mehr hier, das mineralisierte Wasser. Wir müssen ein bisschen Ordnung schaffen hier. So, das können wir eigentlich komplett rausnehmen, oder? Warte mal, nee. Ist es nach oben angeschlossen? Nein. Es bildet einen eigenen Kreislauf. Ist das wirklich so hier oben, dass das einen eigenen Kreislauf bildet? Okay, warte mal, ist das nicht mehr verbunden mit unten? Mal gucken, dass wir das denn dann noch irgendwie anders abgearbeitet kriegen. So, jetzt sind wir hier schon durch. Das heißt also, das, was da so mal hergestellt wurde, ist auch schon nicht mehr. Naja, ist wahrscheinlich auch schon maximal verbraucht alles in der Aluminiumproduktion. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das schon alles aufgeschnupft wurde hier oder gerade anständig aufgeschnupft wird. Aber wir kriegen noch mal ein bisschen Aluminium zusammen. Okay, also hier liegt ein bisschen was. Das ist schon mal okay. Und hier hinten kommt noch ein bisschen was an. Dann liegt noch ein bisschen was auch für die Silikonproduktion da. Und das ist noch ein bisschen Silikon produziert worden. Okay, dann gucken wir mal, ob diese Aluminiumproduktion, die reicht bei weitem noch nicht aus hier. Doch, oh doch, das legt sich ein bisschen was an hier, okay. Ah ja, das ist das Stück, was dann geliefert wurde, okay. Gut, das wandert also direkt durch in die Chip-Produktion und damit. Ja. Naja, gut, alles klar. Dann wissen wir das auch. Ist hier nicht weiter schlimm. So, die Dinger, die könnten wir eigentlich, und da bin ich fast der Meinung, dass wir das jetzt so langsam aber sicher umsetzen. Also, oh, das erzeugt nochmal sehr viel Bauwaren. Erstens braucht man den Bauwaren hier unten in der Ecke. So. Da brauchen wir Bauwaren, das müssen wir zuschütten hier. So, dann brauchen wir ein bisschen Bauwaren hier oben noch, damit dieser Streifen breit genug ist, dass hier die Gleise durchgeht. Dann hoffe ich jetzt, dass dieses 1, 2, 3, 4, 5 Kreise, naja, das wird dann hier irgendwas kosten, aber das müssen wir alles einkalkulieren. So, und dann haben wir dann da in der Mitte sozusagen die Möglichkeit,
mehrere von diesen Teilen hinzubauen. Das heißt, die Produktion von den Dingern, die wird dann an den Bahnhof geliefert, von dem Bahnhof weggetragen und dann hier hinten angeliefert. Und da wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich es machen werde, ob ich dann mehrere Bahnhöfe anfahre. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen kann, wie viel Prozent ausgeladen wird oder so. Das muss man dann mal gucken. Aber das kriegen wir ja hin. Da gibt es auch Mod für, ich weiß. Aber erstmal nicht. Also da sind jetzt, da wird jetzt nochmal der ganz große Bauwahn ausbringen oder der ganz große Sand in die Umlaufbahn Schmeißgeschichte passieren. Wie sieht das da oben eigentlich aus? Ist das jetzt mittlerweile gebaut hier oben? Noch nicht wirklich. Also, wie sieht es hier hinten aus? Ah, guck mal, da ist ja schon ordentlich was gebaut hier. Also da kommen sie schon weiter. Das sieht schon mal ganz gut aus. Stromleitung kommt da auch mit hin, sonst irgendwas. Also da wird dann so nach und nach was gebaut und irgendwie steht ihnen da wie Sau. Das sind Lampen und Bauroboter. Keine Ahnung. So, wie gesagt, das würde dann auch vielleicht gesondert produziert werden nochmal hier in dem Bereich. Das kann man ja eigentlich alles so unter dem Sand machen, dass man dann hier so diese Flüssigkeit sozusagen in die eine Richtung abzapft und sagt, da müssen erstmal 80% drin sein, eh ist in die andere Richtung oder sowas. Und genauso müssen wir das dann mal mit Crystal Slurry hier noch machen. Und das müssen wir dann halt eben so ein bisschen verbinden, dass dann da so ein paar von diesen Fabriken diesen Crystal-Zeugs machen und die Flüssigkeiten dafür herbekommen. So, aber so lange können wir hier erstmal Flüssigkeiten noch einsparen, also Rohre einsparen, weglegen. Keine Ahnung, Kupferrohre, ich werde sie wahrscheinlich nie wiederverwenden. Aber naja, das ist halt, noch sind sie da. Und ja, aktuell halt nicht wegzudenken. So, gut, hier zwischen können wir jetzt blaue Rohre machen. Das spart uns dann ein bisschen Rohre, glaube ich. So, das spart uns ein bisschen Rohre. Kann ja auch nur von Vorteil sein. So, was ist das jetzt hier? Das ist die schwefelige Säure, die von da nicht mehr kommt. Aber da müssen wir gleich auch noch ein bisschen. Müssen mit vier Rohren vielleicht hier bis hier rangehen, das auf zwei hier aufteilen oder so. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, heißt im Großen und Ganzen, das kann hier weg. Hat da eh keinen Anschluss mehr. Dann kann das weg. Das Müll oder kann das weg? So. Langsam muss ich hier die alten Spuren auflösen von unseren alten Bauprojekten hier. Das brauchen wir hier auch nicht mehr, ne? Der Strommast war wichtig. Das Gas geht dann hier noch hoch. Okay, dann darf ich es sich da auch verteilen. Und das geht hier jetzt auch flöten. So. Und da müssen wir dann mal gucken, was wir damit machen. Der Abtransport von der Flüssigkeit muss besser gewährleistet werden. Warte, nee, das nach oben hier mit dem Rohr kann noch bleiben. Wir müssen uns mal das markieren, was noch bleiben kann und muss. Indem wir da einfach blaue Rohre benutzen oder so. Dann wissen wir, die darf ich nicht abreißen. So. Das darf ich da auch nicht abreißen. Kann ich aber quasi jetzt so anbinden mit einem Rohr. Dann haben wir ein bisschen weniger Druckverlust auf der ganzen Kette. So, okay. Das kann weg. Die Rohre, die wir schon gebaut haben, ne? So, das wird hier theoretisch über zwei Rohre raustransportiert. Geht dann hier aber auf ein Rohr, was natürlich dann nicht unbedingt Optimum ist. Wir müssten quasi dann. Okay, müssen wir dann quasi. Eins von hier ranführen, was natürlich genau hier drauf liegt. Sehr schön, von der Höhe. War ja natürlich nie anders zu erwarten. Gut, das kriegen wir aber hin. Legen wir mal eins auf diese Höhe noch. So. Da möchten wir gerne das Material haben. Leider nicht kürzer, okay. So. Also die Bronze-Dinger, die sind ja genauso lang wie die anderen, ne? Ja. So, das ging auch nicht länger. So, das heißt also,
komme jetzt hier unten erstmal nicht drum herum, das noch mal auszudünnen hier. So. Dieses Rohr bleibt uns dort erhalten. Dann haben wir hier einmal schwefelige Säure. Das geht aber weg. Das heißt, wenn ich das jetzt hier erstmal verbinde, so wie es vielleicht damit schöner wird. So. So, jetzt geht es gar nicht mehr weg. Ich würde es dann halt erstmal hier mit reinbringen. So. So. Dann können wir jetzt auf der Höhe hier nochmal. Nee. Dann machen wir das eins weiter davor. Können wir jetzt dieses Rohr nochmal anschließen hier. So. Nicht so. Sondern so. Ich müsste hier ein Non-Returnable irgendwo mit drin sitzen. Damit das nicht dahin zurückläuft. Dass man von da hinläuft und da reinläuft. So, und so ein Non-Returnable müsste auch hier oben dran sitzen, ne? Naja. So, dann haben wir hier noch eine Querverbindung, die wir dann nicht mehr brauchen. Dann heben wir das mal ganz kurz hier an. Guck mal, wie weit geht das Rohr? Ah, das geht auch. So, jetzt müssten beide Rohre quasi unabhängig voneinander. Aber das ist falsch schon reingebaut da. Wundert, sollte das hier nie laufen. Bin ich richtig rum? Das ist 100% drin. Das ist nicht ganz verbunden, hä? Schwierig. Das ist ja schwierig. Moment, Moment, Moment. So. Genau, dann kommt es ja hier unten an. So, gut. Jetzt müssten eigentlich in deren Rohren hier. Oh, ist ordentlich was drin, ne? Auch von hinten kommt bestimmt auch ordentlich was nach, aber das müsste sich so langsam, muss ich hier vielleicht hier entspannen, dass die dann wieder richtig produzieren können. Immer noch nicht. Gut, dann müssen wir hier noch den Tank dazwischen bauen und die Pumpe, die das dann erstmal hier reinpresst. Wegpresst, ne? Genau. Das bauen wir jetzt noch da dazwischen. Und dann gucken wir, ob das eine Besserung ergibt oder nicht. 80% haben wir eh immer im System. Das finde ich schon nicht. Nee, das. Ja, ja, das müssen wir wahrscheinlich nochmal voneinander abtrennen, dass wir dann die Weiterführung quasi nach unten mit 80% machen, dass da immer 80% drin sind und dass es dann woanders hinläuft. Da müssen wir nochmal, ganz kurz, ganz intensiv drüber reden und das auch richtig umsetzen, damit das anständig abläuft. So. Das bauen wir dann hier auch nochmal dran. Dann sollte erstmal sozusagen die Seite hier leer gesaugt werden und die Produktion hier immer ein bisschen was machen können. Und hier ist das Rohr dann halt gepoppt und voll. Naja, gut, das kennen wir ja dann. Gut, das könnte jetzt so erstmal kurzzeitig für Entlastung sorgen hier. Sozusagen das zwischenzupuffern und dann abzutransportieren sauber. Und dann kommen hier unten noch zwei Rohre drunter und die müssen wir dann nach unten legen, dass sie dann sich unten drüber dann auf dieser Seite entleeren. Dann sollte das ganz gut sein. Und dann müssen wir die Weiche noch finden, wo dieses Sulfuric Wastewater natürlich nach unten geht zur anderen Produktion. Oder ob wir das vielleicht eventuell dann hier an so einen Tank noch mit anschließen auf der Seite. Wir hier auf der Seite sozusagen so einen Bypass haben, der dann immer auf 80% läuft. Also erst hier reingepresst wird, wenn da 80% drin sind, dann wird hier irgendwas geöffnet oder so. Müssen wir mal gucken. Dass denn da was funktionieren kann. Gut. Das kriegen wir auch hin.
Denke ich mir mal so. Dann sollte jetzt hier die Produktion wieder ein bisschen besser laufen und vielleicht eventuell dann das Material hier oben auch ganz gut weglaufen. Aber ich denke, da ist eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Pufferspeicher dazwischen bauen sollte, falls die hier mal mehr produzieren, als ich hier unten abbauen kann, damit die dann erstmal ein bisschen reinproduzieren können oder nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke, das kommt früher oder später. Dass ich das. Gut, das soll es dann erstmal wieder für heute gewesen sein. Wir haben leichte Improvements hier unten dran geschafft. Wir haben festgestellt, dass wir keine grünen Katalysatoren mehr machen. Das müssen wir unbedingt wieder hinbekommen. Das heißt, wir müssen uns auch eine kleine Stelle haben, wo wir jetzt dann dieses Crystal Slurry mit herstellen. Ich glaube, da brauchte ich das Purified Water für, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich das herstellen will, genau, da braucht ihr nämlich das Purified Water für, um den Crystal Seeding zu haben und daraus die grünen Katalysatoren zu bauen. Aber gut, das werden wir dann gesondert bauen, also das wird nicht in diesem Bau stattfinden, das wird gesondert daneben stehen, genauso wie quasi einmal gesondert daneben stehen wird, dass das hier gebaut wird. Und das müssen wir dann vorzüglich mit dem Material hier oben mit versorgen, beziehungsweise da halt eben dafür sorgen, dass das auch immer ein bisschen was bekommt. So. Zum unterhalb von dieser Sandvernichtung machen, weil die Sandvernichtung wird nicht größer werden, als wie das, was es hier oben ist. Also mehr wird da oben nicht passieren. So, und dann müssen wir mal gucken hier, wie das ist hier mit dem mineralisierten Wasser. Momentan läuft es ein bisschen ab. Ist ja noch alles ein bisschen miteinander verbunden. Das heißt also, auch wenn jetzt hier sozusagen zu viel drin ist, dann läuft es irgendwann über diese Rohre, weil hier nichts mehr drin ist, hier rein und dann schießt es nach da und das... Könnte oder sieht momentan sogar so aus, als wenn wir zu wenig mineralisiertes Wasser produzieren. Aber das soll dann später gelöst werden, das Problem. Vielleicht müssen wir da dann doch noch einen zweiten Zug draufsetzen oder sowas, der uns dann hier das mineralisierte oder die Mineralien wegzaubert von hier. Das könnte bloß zum wieder zu Chaos führen. Ne? Aber der Zug fährt eigentlich immer schnell genug, oder? Hoffe ich doch. Na ja, und mit besseren Nickern geht natürlich hier dann auch oder später mehr. So, das ist gebaut. Okay, wir liegen hier drinnen. Da liegen 17k liegen da schon drin. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Gut, ein bisschen was haben wir hier reingelegt. Ich glaube 12k haben wir reingeschmissen von vornherein. Aber es ist doch schon mal ein bisschen was, was dann da an Sand gekommen ist. So, damit können wir nämlich den Sand hier unten dann, also diese Ecke hier unten, das wären ja auch geschätzte 60k Sand wären, die wir da rein organisieren müssen. Wie viel haben wir hier noch drin? Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste immer 10k drin. Ne? Ja, da haben wir jeweils 1k drin. Ja gut, das geht schon noch ein bisschen was und dann können wir ja auch nochmal hier durchgehen. Und da haben wir hier auch mal 10k, dann nochmal 10k. Oh ja, da müssen wir wirklich nochmal durch. 5k, 5k. Dann mal dann, da kriegen wir noch ein paar K Sand zusammen, damit wir diese Ecke ja vollschmeißen können. Das hat nämlich den Sinn, dass dieses Gleis dann hier durchgezogen wird. Und dann werden wir mal gucken, wo wir denn hier die Anschlüsse haben. Und dann haben wir hier schon mal die Würfel fertig für die Produktion. Und dann muss das hier alles, auch wenn es sehr schön aussieht, also der Plan, der Bauplan sieht ja sehr gut aus von oben. Also ich finde, das hat... durchaus eine gewisse Ästhetik. Ja, das muss dann halt nochmal neu gebaut werden. So hart dies ist, aber leider ist es so. Was fehlt hier eigentlich? Ach, hier fehlt der Abgang, ne? Das Material liegt alles voll hier oben und da will, das braucht gerade keiner mehr. Alle Kisten sind voll. Für die Bretter. Naja, gut, das ist das schlimm. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Und dann können wir das nämlich dann hier durchziehen, das durchziehen, hier den Kreisel, der muss ja nicht hier unten hin. Den ganzen Krempel dann hier drinnen natürlich umziehen lassen, die Energiegewinnung umziehen lassen. Viel zu tun. Bis später. Tschüss.